Herzlich willkommen zurück zu New World, einer weiteren Folge von diesem Spiel. Und wenn ihr das hier feiert, könnt ihr gerne eine Bewertung lassen oder in den Twitch-Livestreams dabei sein. Würde mich sehr freuen. In dieser Folge beschäftigen wir uns einmal damit, wie man denn am schnellsten levelt. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert. Ihr seht, ich bin mittlerweile Stufe 28. Manche Leute sind schon Stufe 53, 60 und sonst was. Ich bin Stufe 28. Und ja, es gibt einmal vier Wege in New World zu leveln. Einmal die Stadtaufträge oder Stadtprojekte hier, auf die wir gleich sehr, sehr näher eingehen werden. Dann einmal die Hauptquests, die ihr hier unter Haupthandlung findet. Dann einmal die Nebenquests. Und dann gibt es noch einen weiteren Weg, XP zu kriegen, und zwar beim Herstellen von oder beim Weiterverarbeiten von Ressourcen und beim Töten oder beim Fällen von Bäumen oder Töten von Tieren. So. Und ich würde sagen, von der Reihenfolge her, das, was am meisten XP bringt, sind einfach die Stadtprojekte. Sie geben euch am meisten, am schnellsten, und ihr kriegt alle 20 Minuten oder alle halbe Stunde neue. Und das ist wirklich der schnellste Weg zu leveln. Danach reiht sich dann Haupthandlung, Nebengeschichten. Ja, Haupthandlung gibt natürlich deutlich mehr XP, aber ihr müsst auch habt dafür weniger Aufgaben als bei den Nebengeschichten. Habt ihr deutlich mehr. Habt da auch mal ab und zu so 5000er mit dabei. Ja. Das ist es. Und um jetzt mit den Stadtprojekten schnell zu leveln, empfiehlt es sich, einfach einen Ort zu suchen, in dem ihr euch wohlfühlt. Das heißt, einem Ort, wo nicht so hohe Gegner rumlaufen in der Nähe. Das wäre jetzt bei mir hier Lichtholz, weil hier ungefähr so 28, 29er Gegner rumlaufen. Und dann habt ihr halt immer hier neue Aufgaben. Da habt ihr sie direkt, 1920 XP, den Kram, den kriege ich immer aus den Kisten, die ich einfach nur looten muss. Bam. Ihr seht aber, ich kriege deutlich mehr XP. Warum? Ganz einfach deswegen, wenn ihr hier mal auf M klickt und dann auf Gebietsruf. Wo sind wir? Lichtholz. So, da habt ihr immer die Wahl, sobald ihr da einen Gebietspunkt habt, entweder hier Stationsgebühren sammeln oder EP zugewinnen zu wählen. Nehmt jedes Mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf jeden Fall EP zu gewinnen. Ganz einfach deswegen, weil ihr hier 10,3% kriegt. Und wenn ihr jetzt hier ja, fast 2000 habt, dann kriegt ihr 2200. Und wenn ihr eine 5000 habt, kriegt ihr einfach 5500 XP. Und das Ganze bezieht sich auf alles, was ihr in dem Ort macht. Das heißt, wenn wir hier nochmal Holz holen, also ich dann gleich mal wieder, kriegt ihr auf jeden Fall extrem viel Kram. Es ist nicht der beste Weg, um Geld zu farmen, keine Frage. Ihr könnt auch den Kram schnell kaufen, wenn ihr mal hier keine Lust drauf habt. Und warum es am schnellsten ist, ist ganz einfach deswegen, weil ihr für viele Aufgaben auch noch ein bisschen was craften muss. Und beim Craften kriegt ihr ja auch wieder neue XP da unten. Hier 39, gut, hält sich jetzt in Grenzen, aber man braucht Gerbstoff dafür, das habe ich nicht gewusst. Ihr kriegt auch so noch. Ja, also das dauert ein bisschen, habe ich jetzt nicht mehr genau. Okay, muss ich mir dann kaufen, den Gerbstoff? Kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Aber ja, das ist es. Einfach immer alles mitnehmen und ganz wichtig, immer wenn ihr aufgeht, in der Stadt bleiben. Bleibt in der Stadt, dann kriegt ihr nämlich einen Ausgeruhtheitsbonus. Den wird auch angezeigt, glaube ich, wenn ihr dann neu connectet. Und dann habt ihr hier unten im Balken, unten im Levelbalken noch so einen kleinen grauen Balken davor und da levelt ihr dann deutlich schneller mit für den kurzen Moment. Denn ihr kriegt natürlich durch diese Aufgaben keinen Loot. Das heißt, ihr kriegt keine Waffen, keine Rüstung, kein gar nichts. Deswegen ist es sehr gut, dass ihr nebenbei noch levelt, wenn ihr ein paar Aufträge, was Steine und so angeht, dass ihr auf jeden Fall die Werkbänke und so hochkriegt. Dass ihr da euch neuen Stuff selbst craften könnt oder halt eben dann ab und zu mal die Hauptstory verfolgt, soweit es geht, und dann auf jeden Fall immer ein bisschen Loot habt, weil es bringt euch nichts, Level 60 zu sein mit Loot von Level 20, wenn ihr dann gegen Level 60 Gegner kämpfen wollt. Deswegen, ja, müsst ihr mal drauf achten. Und das war es eigentlich auch so ziemlich, was man sagen kann. Das ist der schnellste Weg.
Einfach die Stadtprojekte und Hauptquests durchgrinden. Ihr könnt natürlich auch immer von einem Ort zum anderen reisen. Ich habe mittlerweile jetzt auch ein Haus gekauft. Zwar hier unten, da könnt ihr zwar nur alle 3 Stunden hin, aber es ist auch ganz gut. Denn wenn ihr da einmal hinreist, könnt ihr da alles mitnehmen. Und dann könnt ihr wieder zurückreisen und hier oben dann weitermachen mit euren Aufgaben. Das ist auch extrem cool. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.